So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke. Ich bin der Ramses, ich bin der Dicke. Ich habe Geburtstag gehabt, am 16.07. bin ich 36 Jahre alt geworden und ich habe gedacht, da möchte ich mal, weil die ja hier rumsitzen, ein paar Bratwürste, Braten testen, denn wir haben im Rewe-Sender was gesehen von Zimbo scharf, extra scharf. Und deswegen, dass ihr auch vom Geburtstag mal einen Eindruck habt, dass es da Wurst gab, habe ich mir gedacht, möchte ich heute Bratwurst braten am Geburtstag. Die drei Sorten stehen hier auf dem Tisch. Es gibt auch jeweils ein Bier dazu. Also Firma Zimbo, haben wir schon gesagt, haben wir Feuergriller. Einmal mit Jalapeno Cheese. Jetzt weiß ich nicht, ob Jalapeno Cheese schärfer ist als Tabasco, weil Tabasco das zweite ist. Zu den Jalapeno Cheese Feuergrillern gibt es dieses Kronbacher Pilz. Und warum? Weil da hinten auch was Grünes drauf ist. Und da dachte ich, das passt. Da ist was Grünes am Etikett. Hier ist grün. Jalapeno ist auch immer grün. Dann einmal zweites Zimbo. Feuergriller Typ Tabasco mit Maiseinlage. Da denkt man, okay, das geht schon, Tabasco 5000 Scoville heißt das immer. Dazu gibt es Radeberger Pilsner. Normalerweise habt ihr immer so Goldzeug dran, Goldpapier, das ist jetzt weg. Da hat sich der Onkel Dirk beschwert, hat er gesagt. Jetzt habt ihr hier so ein Wappen drauf, sieht irgendwie besser aus, gefällt mir prächtig. Und das letzte, Zimbo Feuergriller Typ Habanero. Typ Habanero Chili, ja. Das müssten ja die härtesten, die schärfsten sein, weil Habanero Chilis sind halt wirklich kräftig. Deswegen habe ich auch geguckt, welches Bier die meisten Prozent hat. Und das ist dieses Freiberger Pilz. Also das hat 4,9 und die anderen haben 4,8. Das ist eigentlich kaum ein Unterschied, aber trotzdem. Die wollen wir jetzt alle testen. Immer eine Wurst, ein Bier. Und hier gab es noch so Mezzomix in der, ihr habt dich ganz so liebe Tischen, ne, für so Netflix-Ding. Das ist das Geburtstagsgrillen. So, das ist das Feuer. Das ist die Wurst. Das ist das Feuer, Teil 2. Eieiei. So, was ich total vergessen habe, wir waren ja auch noch im Penny, da gab es auch Bratwurst mit Chili. Das sind diese hier, sieht man das? Bratwürste, spicy, wie scharf die sind, weiß ich nicht. Da steht österreichisches Qualitätsfleisch. Das ist dann die Bonusrunde, die kommt dann hinten dran. Oh yeah. So, das erste waren die Feuergriller Jalapeno Cheese. Die sehen jetzt hier so aus. Das ist der Rest. Wir beißen mal hier vorne rein. Also ich habe mir da jetzt mehr Cheese erwartet. Ich dachte, da ist eine Käsecreme drin, die dir entgegenkommt, die da rausquillt. Vom Käse merke ich jetzt nichts, aber ich merke was von den Jalapenos und muss sagen, boah, die ist auf jeden Fall mega würzig. Ich bin mal gespannt, ob Pupsi hier hinten das andere Ende abbeißt, weil die wollt von jeder Wurst auch mal eins probieren. Ich gehe mal kurz gucken. Abgewesen. Was? Nimm's weg. Was ist denn? Das ist voll scharf. Voll scharf. Aber wo ist denn der Käse? Oh, den habe ich auch nicht gemerkt. Ich dachte, da ist Käsecreme drin. Aber gut scharf. Gut scharf, gell? Tschüss. Richtig brutal. Ach so, sie hat gar nicht in den hinteren Zipfel gebissen, sondern da weitergemacht, wo ich aufgehört habe. Genial. Mmh. Ich kann es doch keinem geben, ne? Mann, hab ich ein Glück gehabt, dass ich die jetzt essen kann. So, als zweites haben wir die Zimbo Feuergriller mit Typ Tabasco. Das ist Tabasco, das sieht jetzt so aus. Das ist der Rest. Mann, sieht die gut aus. Die gehört da gar nicht dazu. Probier mal vom Typ Tabasco und dann wieder Pupsi suchen, da freue ich mich jetzt schon drauf, die ist eben schon durchgedreht. Oh.
Also die war in erster Linie heiß. Ich würde aber sagen, und die ist milder als die Jalapeno Cheese. Ich habe es also falsch geordnet. Guckt euch das an. Da sind auch nicht so viele rote Stücken drin. Tabasco, also milder als Jalapeno Cheese. Aber wir müssen Pupsi suchen. Die musste mal reinbeißen und dann sagen, wie die das findet. Ich muss sagen, da fand ich die erste. Würde ich nochmal kaufen. Die jetzt nicht, weil da ist nicht so viel Effekt. Die finde ich viel angenehmer als die andere. Viel angenehmer? Hast du überhaupt abgebissen? Ja. Da war ja vorhin so ein Riesenbiss, die halbe Wurst war weg und jetzt. Aber sie hat was freigelegt. Guck dir das an, da ist was Rotes drin. Der Thomas Rote ist da drin. Oha! Ja, ich finde auch natürlich. Wenn man die erste hatte, dann wirkt die nicht mehr so. Das heißt, das hätte die erste sein müssen, damit die Jalapeno anzieht. Aber wir haben ja noch zwei. So, Nummer 3, Zimbofeuer Griller, Typ Habanero Chili. Also die müssten ja jetzt noch krasser sein, richtig abgehen. Hier ist der Rest. Da ist die Wurst. Habanero Chili, sind das jetzt hier 350.000 Scoville? Man weiß es nicht genau. Guck mal, wie dumm das aussieht, wenn man so da sitzt. So ist schon besser. Wir beißen mal rein. Mann, das Bier. Irgendwie habe ich von der am meisten erwartet, aber bin am meisten enttäuscht, weil irgendwie merke ich da ja gar nichts, wenn man das so sagen möchte, weil, guck mal, da ist auch gar nichts drin. Bei den anderen, da war Mais drin, da waren hier so rote Paprikastücke noch drin. Hier ist einfach irgendwie gar nichts drin, deswegen weiß ich nicht. Mir würde jetzt immer noch die Jalapeno Cheese am krassesten und besten vorkommen, aber ob das so ist, weiß ich nicht. Vielleicht hat die so alles kaputt gemacht, dass man jetzt nichts mehr merkt und merkt die Steigerung nicht. Aber eine Steigerung müsste man eigentlich immer merken. Aber wir vertrauen einfach Pupsis Test, deswegen let's go Pupsi. Da ist doch gar nichts drin, sagt sie. Oh, ich hab gesabbert. Gesabbert hat sie. Die ist aber wieder ordentlich. Sagt sie. Ordentlich, sagt sie. Ich weiß nicht. Also schärfer als die davor auf jeden Fall. Ich habe gar nichts gemerkt. Doch, die ist schon. Irgendwie hat mir die erste schon alles weggebrannt, deswegen merke ich jetzt nichts mehr. Also, schärfer wie davor. Die Tabasco war also die mildeste. War es schärfer wie die erste? Ja, das kann ich nicht genau sagen, aber definitiv die zweite. Von der ersten hast du ja auch am meisten probiert und deswegen ist die erste bestimmt die krasseste gewesen. Also, ich weiß nicht. Vielleicht muss ich nochmal abbeißen. Also vom Logischen her müsste das die krasseste sein. Pupsis Einschätzung klingt auch logisch, dass sie auf jeden Fall Bums hat, im Gegensatz zu der davor. Ob es schärfer wie die erste ist, weiß ich nicht mehr. Die Erinnerung hat sie gelöscht. Ich weiß gar nichts mehr, deswegen würde ich sagen, wir haben noch eine übrig. Wir nehmen noch die letzte aus dem Penny, die nicht zu dieser Zimbo-Reihe gehört. Let's go! So, nachdem wir jetzt abgelöscht haben, wir nicht den Grill, sondern uns selber, damit wir wieder einen ganz normalen Geschmack haben, folgt noch die Bonusrunde mit der Bratwürstel.
Spicy von Messner. Ich habe jetzt natürlich, es ist ein Dreierpack immer gewesen. Eine habe ich ja immer gegessen. Zwei sind übrig, die nehme ich jetzt mit, wenn Hannes kommt am Mittwoch. Da kann ich sagen, guck mal Hannes, ich habe Bratwurst gemacht. Oder freut er sich? Das ist jetzt hier die Spicy Bratwürstel aus Österreich. Die sieht auf jeden Fall anders aus als alle anderen. Ihr seht das ja, die liegen nebeneinander, alles ist gleich, aber die ist ganz andere Farb. Da sind Fliegen, jetzt sind die Fliegen weg und wir probieren jetzt noch die letzte. Spicy, kann das was? Soll das scharf sein? Da bei dem anderen immer extrem scharf drauf stand, denke ich, die ist nicht so scharf. Die hat auf jeden Fall eine ganz andere Konsistenz. Ist irgendwie sehr saftig, lecker, muss ich sagen. Also schmeckt richtig gut. Ein bisschen die Haut außen stört mich aber, weil die Haut irgendwie bissiger, zäher ist. Kriegst du nicht so gekaut wie den Rest. Also die Haut, ne, die Haut ist nix. An sich die Wurst schmeckt aber gut, aber ist, glaube ich, die mildeste aus der Runde. Also habe ich mir schon so gedacht, ist so bestätigt worden. Das ist die mildeste Runde, die mildeste Wurst aus der Runde. Wir müssen auch den Pupsi-Test machen, wenn die noch Bock hat. Suchen sie mal und dann schauen wir mal. Meine Flasche hat's vergessen. Nächstes Mal bringe ich mal die Spieler mit. Die ist nix. Wie, die ist nix? Das ist im Vergleich zu den anderen. Die ist gar nichts. Also die ist mild, heißt das. Ja. Die ist richtig gut. Das ist dein Lieblingsbratwurst. Das ist meine. Ich fand die Haut nicht so gut. Ich fand die Haut war irgendwie... Ja, hat gestört, die anderen gingen besser kauen. Aber da hört ihr es, die ist nix, sagt sie. Das heißt, Pupsi und ich haben denselben Geschmack. Sie verträgt Schärfe anders als ich, aber an sich haben wir denselben Geschmack und eigentlich dieselbe Meinung. Das heißt, das passt schon. Habt ihr auch einen Schärfepartner, dann schreibt es mir in die Kommentare. Guckt euch das an, wie die nix ist. Da sind weiße Stellen drin, Fett. Ränder, das wäre wahrscheinlich eine richtig gute Mama-Wurst. Na Mama, willst du mal spontan abweisen von der die ist nix Wurst? So, Moment, guck, roter Kopf. Der Kopf ist rot, fühl dich nicht genötigt. Jonas, Schatz, hast du auch eine? Nein. Nom, nom, nom. Und? Ist milder, oder? Einfach ja sagen, dann passt es. Bis jetzt merke ich noch nichts. Ich merke nichts, sagt sie. Also Pupsi sagt, das ist nichts. Muttertier merkt nichts. Und ich sag, das ist die mildeste. Passt also. Das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Peace out. Bis dahin, peace out, Vorhaut. Euer Ramses. Das war der Feuergriller-Test am Geburtstag. So, ciao.